Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Quadriga. Wir sind in Ägypten unterwegs, in Alexandria, in der großen Metropole Alexandria, und das ist auch eine Stufe 5 Arena, in der wir uns hier versuchen zu behaupten. Bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Das erste Rennen, das Titus für uns gestritten hat, wurde mit einem wunderbaren dritten Platz gesegnet. Und wir hatten einen Wetteinsatz, den wir dann locker damit bezahlen konnten. Er hat es auch geschafft, nur ein paar kleinere Schrammen und ein paar Unannehmlichkeiten für die Pferde zu erzeugen, sodass wir hier im Grunde genommen auch relativ schadfrei rausgekommen sind und auch keine Kosten, keine Extrakosten hatten, sondern nur ein bisschen Zeit und Erholung für beides brauchen und ein paar Reparaturen für den Wagen. Alles gut. Denn das nächste Rennen wird uns jetzt der Haien schlagen. Wir werden jetzt ordentlich versuchen, Geld zu machen. Wir versuchen dann auch mal hier diese Zusatzdinger zu kaufen, wo wohl ein Handwerker nach unseren Wagen schaut oder ein Veterinär nach unseren Pferden oder gar ein Mediziner nach unseren Fahrern. Ich weiß gar nicht, ist das eine Einmalaktion, die man die kauft, und was hat man da eigentlich davon? Werden die dann schneller geheilt? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden, wenn wir mal genug Geld dafür haben. Aber bis dahin brauchen wir noch ein paar Siege, die uns vielleicht Haien endlich mal beschert. Es wird ein kleines Rennen für Alexandria. Es werden nur 8 Wagen teilnehmen. Und es wird ein Crashcar-Rennen. Nein, fast 2 von den von unseren gegnerischen Streitwagen wurden beim Einparken in diesen Startboxen beschädigt. Die am nächsten waren, noch ein bisschen draufdrücken und schon wären die zerstört. Das ist vielleicht eine ganz gute Information. Wir haben eine schwierige Innenbahn und wir haben eine lange Strecke. Das heißt, wir werden es einmal peitschen, zweimal beschleunigen, denke ich mal. Um hier auf Fahrt zu kommen. Und B, nicht zu schnell in die Kurve zu rasen. Er peitscht durch. Er wird wahrscheinlich gleich nochmal peitschen, weil er an uns vorbei will. Mann, hat der einen schnellen Wagen. Beschleunigen oder nicht? Nein. Wir machen den anderen erstmal das Leben schwer. Das passt schon so. Beschleunigen, ja. Wir können es ruhig nochmal nach außen tragen lassen. Das ist gar nicht so schlimm. Jetzt müssen wir uns nur wehren. Ich bin ganz sicher, dass die gleich anfangen rum zu randalieren. Ja, der da unten randaliert. Er wird jetzt ausgebremst, kriegt Schwierigkeiten. So, jetzt sind wir an ihm vorbei. Und auch an dem vorbei. Ich traue ihm da oben aber immer noch nicht. Was der hier von dannen zieht, ist jetzt noch nicht ganz so schlimm. Da er es mit Peitschen macht und nicht mit schnellen Wagen. Ja, die Kurve wird einfach. Ich vertraue ihm aber immer noch nicht. Ja, er versucht uns zu rammen. Weil wir hier jetzt auf der Innenspur sind und noch schneller sind als er. Hier halten wir Stabilität und nach der Kurve kommen wir gut raus und können jetzt endlich auf der Start-Ziellinie beschleunigen, auf Maximalgeschwindigkeit kommen oder zumindest der Maximalgeschwindigkeit nähern. So, wie sieht's aus? Hier könnten wir eigentlich mit Peitschen nach vorne preschen und aufholen. Das mache ich jetzt auch, weil ich ihn nicht ganz davon eilen lassen möchte. Und er muss schon ein bisschen damit kämpfen. Ja, okay. Reicht schon. Zweiter Platz und der erste wird durch die Arena gezerrt. Hätte ich doch nur gewettet. Hätte ich doch nur gewettet. Ja, er hat auch rechtzeitig losgelassen. Er weiß, dass er an den Pferden hier vorne keine 1,5 Runden oder mehr überstehen kann. Und auf der Position, wo wir sind, und an der Position, wo wir sind,
auf der Linie, die wir fahren, sollte eigentlich alles reibungslos funktionieren. Ich mache mir da keine Sorgen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber kein Dreck auf der Bahn. Selbst wenn er jetzt heranpeitscht, er peitscht, um näher zu kommen. Und das ist sein großer Nachteil. Er wird ein bisschen Boden gut machen und dann über die lange Strecke, die wir jetzt noch fahren werden, ganz viel Boden verlieren. Das wird jetzt ein ganz langweiliges Rennen. Ich könnte jetzt eigentlich sagen, beendet das so. Mehr passiert nicht. Wir fahren jetzt nur noch mit diesem Tempo hier durch. Aber es gibt leider nicht die Option, das Ganze jetzt so durchfahren zu lassen. Jetzt müssen wir natürlich selber beenden. Weil sonst würden wir einfach nur das Rennen beenden und ins Ziel kommen, aber keinen Sieg davon heimfahren. Und ich denke mal, das genießen wir jetzt. Diesen wundervollen Sieg. Wir sind jetzt nochmal auf der Gegengeraden. Ein letztes Mal. Wir winken dem Volk zu. Winke, Herr Jan. Winke. Lass dich feiern. Hör den Jubel. Spüre deine Göttlichkeit auf der Arena. In der Arena, Entschuldigung. Oder in diesem Zirkus. Lass dich feiern. Noch einmal fahren wir in diese Kurve. Noch einmal höre das Gebrüll der Menge in unserer Westkurve. Wir biegen auf die Zielgerade ein. Wir lassen uns nochmal richtig feiern. Ich bin fast schon geneigt zu bremsen, aber da kommen sie wirklich doch nochmal an. Um dann ganz langsam über die Ziellinie zu fahren. Aber das wäre ein bisschen arrogant, oder? Ich glaube, das wäre sogar für mich schon ein Ticken zu arrogant, dass wir das jetzt machen. Hier jetzt nochmal eine Vollbremsung und die letzten Meter ganz langsam drüber fahren. Nein, wir wollen die anderen nicht schmähen. Diesmal nicht. Das können wir in Rom machen. Wenn wir in Rom unseren Sieg so heimfahren, so wie jetzt hier. Oh, seht mal. Ihn hat's zerrissen. Er war vielleicht der Kandidat, der da den Unfall hatte. Tja, so geschieht's. 13 Siege. Der war richtig gut unterwegs. Aber bald werden wir hier auch in den Listen stehen. Nicht mehr lange. Das war jetzt unser erster Sieg. Das zweite Rennen. Wir haben ordentlich Kasse gemacht. Aber irgendwie werden die Wagen nicht besser. Es wird nicht besser. Wenn wir hier mal die 100.000 stehen haben, dann werden wir uns hier mit diesem Waagereparaturtypen mal einigen. Vermutlich. Oder vielleicht sogar hier mit dem Veterinär. Mal schauen. Aber dann muss schon die Kasse vorher stimmen. Sonst fühle ich mich nicht wohl bei der Geschichte. So, und jetzt zum dritten wird natürlich Diedor auch seine Künste präsentieren können. Einfach, weil es geht. Er muss ja auch lernen. Er hat ja natürlich hier auch ein kleines Rennen. 8 Wagen, das ist okay. Es gibt wieder einen Star auf der Außenbahn. Nee, auf der Innenbahn. Ein Star auf der Innenbahn. Ein neuer. Nein, ein Bekannter. Ein bekannter Star, der diesmal in diesem Zirkus mitfährt. Auf der Innenbahn. Da bin ich mal gespannt, wer das ist. 19 Siege. Hipponax. Okay. Der, ja, das kann man mal so stehen lassen. Das ist übel. Aber ich glaube, seine besten Tage sind vorbei. Er hat auch nicht so den Kickstart hingelegt. Oh, ja, und seine gezielten Peitschenschläge verletzen die Pferde jetzt auch schon. Das muss ja noch nichts heißen. Das heißt einfach nur, dass er Peitschenschläge auf die Tiere geklatscht hat. Er muss sowieso hinten dranbleiben und geht nach außen, damit er auf Geschwindigkeit kommt. Und wir haben auch nie von vorne weg das Feld regiert. Das ist uns auch nie gelungen. Ja, schon wieder ein kleiner Fehler gemacht. Also er ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Er ist nicht mehr so gut, wie er mal war.
Hier komme ich vorbei. Er peitscht, er ist. Auch nicht schlecht. Ich werde hier nochmal die Aggressionen abwehren. Da ist falsch positioniert. Der will nach außen. Ich kann es nicht verhindern. Ja. Er ist tatsächlich schneller als wir. Aber er lässt sich hier in den Kurven noch ein paar Meter abholen. Er peitscht jetzt schon. Die erste Runde ist noch nicht durch. Vielleicht peitscht er zu viel. Das ist hier die Hoffnung, weil sonst fährt er uns davon. Und hier muss ich echt aufpassen. Die wollen es jetzt wissen. Ihn kann ich mit der Zeit abhängen. Ihn nicht. Und den anderen müsste ich auch noch irgendwann ein. Und ja, ich habe es genau gewusst. Wir sind noch zu langsam, aber wären wir schneller, würde er anfangen, unsere Pferde zu peitschen. Dieser gemeine Kerl. Ich kann ihn nach außen boxen. Oh, das ist gut. Oh, jetzt kriegt er eine mit. Jedor, was ist los? Was verstehst du denn hier an Crashen nach rechts nicht? Ah, ist egal. Ist nicht so wichtig. Jetzt ist er wieder auf normaler Vollgeschwindigkeit. Den ersten müsste ich mal einholen. So. Wir gehen auf Tuchfühlung. Verdammt, hat der schnelle Pferde. Ich wollte ihn noch eigentlich vorher noch knuffen. Hat ja mal gut funktioniert. Na, jetzt macht er das. Jetzt knuff ihn auch. Danke. Schön. Knuffen und peitschen. Knuffen und peitschen. Wir bleiben in der Spur. Noch können wir es halten. Er wechselt nach außen. Sehr schön. Jetzt haben wir eigentlich freie Fahrt. Aber ich traue ihm hier nicht. Oh, und wer bist du denn? Wir könnten schneller werden oder den Aggressionen ausweichen. Ich würde sagen, Aggressionen ausweichen. Er peitscht nach vorne, das wird sein Pferd nicht mehr lange mitmachen. Ihn bremsen wir erstmal wieder aus. Die zweite Runde ist durch. Das ist jetzt Schlussrunde. Hier muss was passieren. Au. Ach komm, verpeitsch dich da vorne doch mal. Er wird sich nicht verpeitschen, er wird sich nicht versteuern. Und weil wir uns hier nicht in der Bahn halten konnten, großartig. Und ich kann nicht loslassen. Doch, ich kann loslassen. Ich komme hinter ihm raus. Ach, verdammt. Warum nur? So schnell verliert man einen Wagen. Das nächste Rennen wird wieder etwas kleiner, wie wir es gewohnt sind. Da haben wir ihn wieder, aber das bringt mir ja erstmal nichts. Ihm brauchen wir erstmal nochmal Heilung angedeihen lassen. Er wird so zwei Rennen nicht fahren können, das ist bekannt. Dann werden wir mit Titus ins Rennen starten müssen. Ich hoffe, Titus kann sich hier ein bisschen behaupten. Bribed Opponent? Was ist das denn? Einer meiner schlimmsten Gegner hat angekündigt, dass er nach der ersten Kurve uns voll in die Bremsen steigen wird, um uns auflaufen zu lassen. Na, dann hoffen wir, dass wir einfach von vorne hinweg das Ganze starten können. Obwohl unsere Starts niemals so gut sind. Er hat sein Pferd schon mal falsch gepeitscht. Aber wer ist denn einer unserer stärksten Gegner? Hipponax vielleicht. Der sich nochmal beweisen möchte. Der wieder auf der Innenbahn startet. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, er ja. Er ist auch einer von unseren härteren Gegnern. Die uns ständig auf den Nerven rumtanzen. Wir halten die Spur. Er bremst aber nicht. Wer ist denn mit der Bremse? Noch keiner.
Ja, prügelt euch gegenseitig. Der da hat irgendeinen Fehler gemacht. Ah, das war der mit dem, Bremse. Weil er jetzt auf einmal quasi fast stehen geblieben ist. So, wir sind jetzt weit, weit weg von Platz 3. Und weit, weit hinter Platz 2, Platz 1. Das heißt, wir werden jetzt mal versuchen, hier durch die Kurve zu kommen, ohne unseren Wagen oder unsere Pferde zu sehr zu malträtieren. Spur halten. Und der andere ist so schnell. Seht's euch an. Der peitscht und peitscht. Und ich will die erste Runde erstmal noch nicht peitschen. Einfach in der Hoffnung. Und nochmal, und nochmal. Man sieht leider auf dieser Entfernung nicht, ob er das Pferd zu Klump schlägt. Aber wir müssen uns halt eben mit dem Preisgeld vom zweiten Platz zufrieden geben, wenn das so weitergeht. Ich kann ja nur hoffen, dass er dann irgendwann Risiko geht. Hier hat er ja schon versucht, nach innen zu starten. Hat es auch gemacht. Vielleicht hat er damit den Wagen ein bisschen malträtiert oder die Pferde zu sehr beansprucht. Das sind alles nur Möglichkeiten. Was wirkt nicht so. Wir holen mal ein paar Meter auf. Einfach, beziehungsweise wir versuchen ein bisschen dran zu bleiben. Einfach weniger peitschen als er, aber besser. Seht es euch an. Er hat seine Pferde die ganze Zeit gepeitscht. Proteus. Und nach fast zwei Runden sind wir auch wieder relativ nah dran. Auf der nächsten Gerade können wir nochmal peitschen. Dann sind wir... Nein, wir werden nicht peitschen. Wir sind auch so gut wie hinter ihm. Weil einfach unsere Kerngeschwindigkeit schneller ist als die von ihm. Und er peitscht und peitscht und merkt gar nicht, dass er dadurch immer noch langsamer wird. Naja, er ist momentan schneller als wir, aber das sollten wir mit einem Peitschen beheben. Nein. Und zwar auf der Gegenspur. Da hier peitscht er nicht, der hat nach innen gezogen. Versucht mit einer kürzeren Strecke. Ja, und hier fährt er wieder nach außen. Also mit der kürzeren Innenstrecke versucht er natürlich genug Meter gut zu machen. Und mit Peitschen ist er gerade so schnell wie wir. So, wenn wir noch einmal drankommen, können wir uns bis nach vorne peitschen. Und damit den ersten Platz einnehmen. Und der Grund, warum ich zwei Spuren nach außen gefahren bin, weil er vielleicht merkt, dass wir nach außen gefahren sind und uns dann ja, vor die Nase fahren will. Fährt eins nach außen und schon hängen wir hinter ihm und peitschen auf das Pferd ein und kommen nicht vorbei. Bei zwei Spuren überlegen sie sich vielleicht und sagen, ach nee, dann brauche ich ja nicht. Vielleicht wechselt er nochmal nach ihnen und kommt dann mit normalen Geschwindigkeit schon wieder an uns vorbei. Wow, wer fliegt denn da an? Aber auch er wird es nicht schaffen, an uns vorbeizukommen. Selbst mit Gepeitsche und Getöse nicht. Hervorragend, Titus! Dein sechster Sieg. Und ihn hat es schon wieder zerrupft. Er ist schon wieder verletzt. Ist auch so ein Dauerkandidat für Krankenhäuser. Warum auch immer. Was er nicht lernt, ich weiß es nicht. Weitere 21.000 Dinare. Und jetzt kommt ein großes Rennen. 16 Wagen. Puh. Ja, 16 Wagen. Hier die entscheidende Frage. Schicken wir Titus nochmal? Er hat sich, glaube ich, jetzt eingegruft. Das ist so seine Bahn, das ist so sein Rennen. Ich glaube, wir schicken Titus, auf dass er jetzt das große Rennen hier für uns gewinnen kann. Und diese über 30.000 Dinare für uns als... Oh, es werden weniger. Es werden weniger. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen was ausgleichen, indem wir was in den Topf werfen, weil wir haben jetzt 80.000. Wir sollten vielleicht noch mal 3.000 riskieren.
Weil wenn wir die gewinnen, haben wir 18.000 nochmal übrig. Oder extra. Also nochmal das halbe Preisgeld. Wir starten aus der hinteren Reihe. Das ist schon schlecht genug. Ein Glück, dass ich nicht mehr eingesetzt habe. Und der peitscht und kommt nicht weg. Pfui, schäm dich. Na, der will das Feld ganz von hinten aufräumen. Oder hat sich schon gedacht, da gibt es irgendeinen, der es auf ihn abgesehen hat. Und deshalb, bleibe ich hinten, entgehe den ersten Aggressionen, fahre das Rennen zu Ende, wie mein Rennstall es mir befohlen hat. Hier könnte man nach innen wechseln. Es sollte keine größeren Schwierigkeiten geben. Ich werde nach außen wechseln. Ich weiß nämlich nie, wann er mir die Bahn frei macht. Und ab jetzt können wir wieder beschleunigen. Versuchen wir endlich mal Maximalgeschwindigkeit rauszuholen. Mal die Anfänger nach hinten aus dem Weg zu kriegen. Höchstgeschwindigkeit sollte jetzt erreicht sein. Wir werden jetzt zwei Bahnen nach innen wechseln auf Bahn 6. Sind wir eigentlich immer noch außerhalb der Ideallinie von 5 und 4. Aber wir sind wahrscheinlich nicht unbedingt sofort Angriffskandidat für die Leute. Und durch unsere doch weitaus schnelleren Pferde und durch die weiter äußeren Bahnen können wir viel Avoid Aggression machen. Und durch unsere schnelleren Pferde können wir hier an allen von mehr oder weniger vorbeiziehen. Und wir kriegen es nicht auf den Deckel. So, die Frage ist, wo stehen wir? Jetzt nach der ersten Runde ist es entscheidend, wo stehen wir, wo können wir mit angreifen, wo kommen wir hin? Wir sind 1, 2, 3, ach du meine Güte, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, das können wir dann erstmal festlich knicken. So, du wirst dich wundern. Verdammt, der hat es einfach so drüber geschafft. Wir werden hier nochmal, ohne uns prügeln zu lassen, vorbeifahren. Der ist raus. Der eigentlich auch. Wenn er die ganze Zeit versucht, an uns dran zu kommen. So, jetzt könnten wir mal peitschen, einfach weil wir schon 1,5 Runden hinter uns haben und noch nirgends wirklich angekommen sind. Noch meilenweit weg sind von denen, die ein bisschen was zu sagen haben. Und verdammt auch viel zu nah an denen dran, die nichts zu sagen haben, wie er hier. Ist nicht euer Ernst. Es ist nicht euer Ernst. Hier einmal alles zu klump zu fahren. Er versucht nach innen zu kommen. Er fährt über den Wagen, aber kommt unbeschadet durch. Und strapaziert Pferd und Wagen. So, jetzt müssen wir mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind vor uns. Das heißt, wir sind 7. Ja. Das hat sich erledigt. Jetzt können wir gleich noch versuchen, unsere gute Position hier rauszuholen. Er dürfte eigentlich nicht unbedingt der aggressivste werden. Hier können wir nochmal ausbremsen. Oh, wir müssen es merken, 4. Bahn ist nachher böse. Ja, nach dem Pferd dann auf die 5. Bahn. Also nach der Kurve auf die 5. Bahn wechseln. Nein! Was machst du denn da? Du mieses Monster. Mit der Geschwindigkeit kommst du nie irgendwo an. Wir fahren eine Stufe nach innen. Er versucht es mit 2. Ja, herzlichen Glückwunsch. Lässt sich nach außen tragen. Jetzt sind wir auf Bahn 4. Hinten am Ende von Bahn 4 wird es böse. Also in der Kurve. Da liegen wieder Pferd und Wagen auf der Strecke. Ja, vielleicht ist er schnell genug und stößt sich an uns. Das wäre lustig. Dann hätten wir nochmal kurz ausgebremst. Nein, tut er nicht. Ach du meine Güte. Da wird jetzt Slalomfahrt lustig.
Wir peitschen, dann sind wir weit genug in der Kurve drin, ich hoffe nicht zu weit, und können dann in der Kurve nach außen sehen. Nein, können wir nicht. Dann gehen wir nach innen. Und wir sind als Fünfter in der Kurve. Und kommen damit ganz klar als Fünfter an. Immerhin. Schade, der Einsatz von den 3000 war leider nicht gut. Er versucht mit seinen drei Pferden nochmal reinzukommen. Vielleicht will er nochmal ein weiteres Pferd töten. Ich weiß es nicht genau. Fünfter. Schade. Netto immer noch ein Gewinn, aber wir werden wahrscheinlich jetzt gleich nochmal ein paar Reparaturkosten haben. So viel zum Thema Gewinn. Tja, es gibt immer diesen robusten Wagen mit ein bisschen Beschleunigung. Leider nie den Wagen mit doppelter Beschleunigung und ein bisschen Stabilität. Oder gar den mit doppelter Beschleunigung und doppelter Stabilität. Auf den warte ich noch, dass ich auch vier Pfeile habe bei dem Wagen, nicht nur bei den Pferden. Und unsere Fahrer fahren, aber werden nicht besser. Hm. Na gut. So soll es halt sein. In der nächsten Folge versuchen wir wieder mal was rauszuholen, damit wir auch mal ein bisschen an Geld rankommen. Vielleicht auch mal genug, um die 100.000 zu übersteigen und dann eines dieser Zusatzsachen hier zu kaufen. Mal sehen, was das so bringt. Ja. Übernimmt die volle Sorge für die Pferde, der übernimmt die volle Sorge für die Wagen und hier der übernimmt die volle Sorge von unseren Fahrern. Da bin ich mal gespannt, welchen Bonus wir dabei rausholen können. Das erfahren wir dann wohl in den nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder mit ein und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.